Ja, hallo und willkommen zurück zum täglichen Training von Nintendo Badge Arcade. Hase Bobby ist auch wieder mit dabei, ich hoffe ihr auch. Hallo! Heute gibt es Marken von Mario Tennis Ultra Smash. Bevor ich weitermache, muss ich mal kurz sagen, ich finde es ein bisschen krass. Also wir haben ja heute jetzt Freitag, gell? Und es scheint, als ob jetzt irgendwie bewusst jeden Freitag neue Marken kommen, weil wir hatten ja gestern noch Amiibo-Marken. Und da wurde nichts von wegen angekündigt, ja, letzter Tag und Co., sondern ja, das kommt jetzt direkt hinterher. Finde ich ein bisschen überraschend, aber gut. Wenn es sich einpendelt, dass es jeden Freitag und Montag Gratis-Runden gibt, dann wäre es doch wirklich toll. In diesem Spiel treffen sich Mario und seine Freunde auf dem Tennisplatz. Mach Sachen. Vor Bowsers Aufschlag sollte man sich in Acht nehmen. Ja. Aber Marios Return lässt sich auch sehen. Ein toller Ballwechsel. Das weckt das Feuer in mir. Ich könnte die Eiskappen schmelzen. Ganz ruhig. Ich habe mich nicht mehr unter Kontrolle. Ich habe eine höhere Ebene der Großartigkeit erreicht. In meinem Megapilz wirst du ein mit einem Megapilz wirst du ein ganz großer, ganz so wie ich. Die Schläge werden härter und die Reichweite besser, ein Riesenvorteil. Jeder will den Ultra Smash einsetzen. So soll es sein. Ja, hält nur nicht lange an. Du triffst auch bekannte Charaktere in tollen Outfits. Das sind dieselben Sportoutfits wie auch sonst, würde ich mal behaupten. Wie bei jedem Mario-Sportspiel. Okay, die meisten halt. Also Smash, Mario Strikers, also das Fußballspiel, das ist natürlich dann wieder was ganz anderes. Bei unseren Marken gibt es also eine Menge Tennisspieler. Bei Tennis ultramäßig normal, würde ich mal sagen. Ich finde diese Anspielung immer so lustig. Wenn man dann weiß, oh, es geht um ein Tennisspiel, dann sagt man, oh, es geht im Spiel um Tennis. Was? Really? Wir haben auch Tennisballmarken, um der Sache noch mehr Pep zu geben. Okay. Endlich diese Woche gibt's das sechste Set Dankesmarken. Eine Marke, jedes Mal, wenn du 1 Euro ausgegeben hast. Wie so oft. Sie sind bis zum 19.08. um 4 Uhr erhältlich. Und das ist auch schon alles für heute. Heute hältst du von mir mal wieder Gratisrunden. Falls du nach dem Wochenende zurückkehrst, könnte es noch mehr geben. Ja, also ich finde es krass. Also Freitag und Montag scheinen wir wohl jetzt immer 2 Gratisrunden zu bekommen. Wir sehen uns auf dem Platz. Ja, auf dem Kranplatz. Also muss man sagen, es gefällt mir irgendwo. Also man hat zwar jetzt gefühlt weniger Zeit, um sich die Marken zu holen, aber wenn man dann immer 2 extra Runden geschenkt bekommt, dann hat man zumindest die Möglichkeit, ja, Kräne zu komplettieren. Und ich sehe hier schon, das wird ja lustig. Okay, erstmal durchgucken. Oh ja, okay. Also bei dem hier muss ich mal ganz kurz was erzählen. Ich gucke ja auch selbst, Nintendo Battle Arcade bei anderen Spielern. Und jedes Land, bei jedem Land ist es unterschiedlich. In Japan ist sowieso alles voraus. Dann gibt es irgendwo in Kanada oder so in der Nähe, gibt es halt wieder andere Marken. Und also es ist halt durchgemischt. Ja. Die haben nicht dieselben unbedingt wie wir. Und diese Todmarke hier, das ist die Hölle. Also das Teil, das ist zu schwer, als dass der Kran es wirklich greifen kann. Es rutscht wie ein Surfbrett hier rum und bleibt halt auch hier gerne mal zwischen den Lücken hängen. Und selbst wenn es hier ist, hat man noch Probleme, es zu greifen, weil es dann direkt wieder runterfallen kann. Deswegen werde ich diesen Kran erstmal längere Zeit meiden, vielleicht auch gar nicht spielen. Genauso wie hier. Diese Marke hier ist groß genug, damit sie halt nervt. Also man muss da schon gucken. Ansonsten, es gibt gar nicht so viele. Sind diese 4, okay. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, da geht jetzt voll die Action, aber jetzt weiß ich auch, warum das so schnell angekommen ist, weil man sieht ja hier, die ganzen Sachen sind immer noch da und es steht auch nicht einmal hier noch die letzten 2 Tage oder sowas, sondern ja, das wird vermutlich dann erst am Montag der Fall sein, dass es sich wieder komplett durchwechselt, aber dann, ja, dann werden wir auf jeden Fall mal gespannt sein. Natürlich jetzt die Frage, was spiele ich? Ich möchte natürlich, wenn ich schon gratis Runden bekomme, auch einen Kran komplettieren. Ich bin überlegen, der Kran hier musste man in 4 Runden machen, gell? Wenn ich hier reingreife, dann ihn mit runterwerfe, dann ihn reingreife und dann die anderen beiden rausziehe. Das wird auf jeden Fall so eine Sache sein, weil man ja unbedingt ja
ja, den Kran komplettieren möchte. Aber gucken wir erstmal weiter, bevor ich mich hier wieder festlege. Oh, ich sehe gerade sogar, er ist eine große Marke. Ansonsten sind die anderen alles kleine Marken. Auch nicht schlecht. Natürlich ist die Frage, was könnte man hier spielen? Ich finde auch schön, dass die ganzen Mega Man-Marken hier wieder wiederholt werden. Ich sollte mir vielleicht das hier versuchen. Da sind viele Marken drin, deswegen. Man könnte mit Rockman irgendwas anderes schreiben. Das ist eine gute Frage. Oder das hier vielleicht? Ein bisschen die Marken runterwackeln, je nachdem, mehr oder weniger. Wobei halt hier, denke ich mal, nicht viel Platz hat zum Runterfallen. Schwierige Entscheidung, muss ich sagen. Oh, den haben wir auch wieder. Warte mal, den konnten wir doch gut komplettieren, auch beim Training. Überlege ich gerade. Ich bin gerade echt am Überlegen. Oder das hier vielleicht? Ach, mein, ich bin hin und her gerissen. Eigentlich müsste ich ja wirklich einen Mario Tennis Kran spielen, aber was für einen? Wisst ihr was? Ich versuche den hier einfach und gucke, dass ich beim Training noch eine weitere Runde bekomme. Ich hoffe, dass es klappt. Ich denke mal, wenn ich hier jetzt irgendwie was runterwerfe, dass dann halt hier oben dann wieder was runterfällt, um Rosalina zu lockern. Jetzt ist die Frage, wie greife ich da am besten rein? Also wenn ich hier reingreife, dann wird er vermutlich nur die beiden Tennisbälle greifen. Aber dann werden zumindest mal die anderen Marken auch gelockert. Ist natürlich die Frage, ob dann hier noch was runterfällt. Am besten wäre es ja, wenn man irgendwie Wario und Waluigi, was übrigens eine Marke ist, direkt greifen kann. Aber ich glaube nicht, dass man da tief genug kommt mit dem Kran. Aber probieren wir es halt trotzdem aus. Na? Oh! Okay, die Bälle dopsen. Uiuiuiui. Wario, fall runter. Na komm, schieb den jetzt runter. Das sieht man doch, dass der fällt. Ich warte jetzt einfach mal, bis die Bälle ein bisschen schieben. Schieb. Komm. Der muss doch fallen. Damit wir den zumindest mal weg haben. Doing. Ist irgendwie lustig, würde ich sagen. Aber ich glaube, auch die bleiben irgendwann mal stehen, wenn sie eingeklemmt werden. Na komm, noch ein bisschen. Ich hoffe, die Geduld haben wir, Leute. Der schiebt den doch runter. Komm. Ah, nein. Ach komm. Das ist nicht wahr. wisst ihr was? Ich mache da mal Links- und Rechtsbewegungen. Also bis gleich. So, das hat auch wunderbar geklappt und jetzt müssen wir gucken, dass ich halt hier jetzt, ja, dass ich hier jetzt Rosalina am besten an den Beinen packe und, also so am besten, und dass ich halt vielleicht noch gucke, dass der Mario vielleicht dabei nach links rutscht und vielleicht noch ein bisschen nach rechts schiebt, wobei das eigentlich auch egal wäre, weil ich glaube nicht, dass man den großartig runterwackeln kann, weil diese Stelle hier relativ gerade ist und ihr wisst ja, Eis ist sowieso nicht so gut zum Runterwackeln. Und ja, und dann muss ich halt gucken, dass ich im Training mindestens eine Runde bekomme. Das wäre zumindest von Vorteil, um diesen Kran hier zu komplettieren. Aber nicht lang geredet, sondern geschnappt. Na? Nee, nicht so. Oder? Vielleicht doch so? Ich glaube, Mario bleibt sitzen, oder? Ah! Hey! Umso besser. Leute, in zwei Runden komplettiert. Also, ja, freut mich. Ja, finde ich toll. Hey, du hast alle Marken aus diesem Kranspielerkader gut gemacht. Deine Sammlung ist gewachsen. Sieh sie dir später einmal an. Werden wir tun, aber erst nach dem Training. Ja, also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich den Kran... Also ich meine, gut, es war jetzt ein guter Griff mit den zwei Marken eben. Dass hat Mario auch wirklich so gefallen ist, dass er nicht vorher auf die Plattform fällt. Na, bitte speichern und Marken einsammeln. Und man hat übrigens ja auch gesehen, die ganzen Bälle sind in jedem Kran vertreten. Also es ist egal, wo man die holt. Man kriegt die zu 100%, wenn man irgendeinen spielt. Ich habe mir an dem Gedopse gesehen. Wäre jetzt auch lustig, wenn die hier noch rumdopsen würden. Na, ganz viele Bälle. Ich finde ein bisschen krass, dass es so viele Bälle da drin sind. Wer möchte mit Bällen spielen? Das ist natürlich immer die Frage. Macht auf jeden Fall Spaß, Bobby. Aber wir müssen vorher noch unser Training machen. Dann bin ich mal gespannt. Also wenn wir heute die Marken haben, dann dürften wir wohl... Wartet mal. Hallo? Ja.
dann dürfen wir wohl diesen Kran heute als Training haben. Und wenn man sich hier die Bälle anguckt, dann, ja, also sofern wir den als Training haben, dann dürften wir ja auf jeden Fall gut Marken bekommen. Aber dann gucken wir einfach mal. Also da bin ich durchaus zufrieden. Also im Prinzip könnte man schon fast sagen, ich habe einen Kran geschenkt bekommen, weil ich das in 2 Runden geschafft habe. Es sind noch ganz schön viele Marken gewesen im Vergleich zu gestern. So, dann gucken wir einfach mal. Und falls ihr irgendwelche laute Musik hört, mehr oder weniger, wobei die eigentlich für euch eher leise ist als für mich, dann, ja, dann tut mir das leid, aber mein Nachbar ist natürlich wieder grenzdebil, um die Uhrzeit hier schon so laute Musik zu machen. Aber egal. Hier ist das heutige Trainingskranspiel. Viel Spaß beim Üben. Ja, und wie ich gesagt habe, ist genau dieser Kran, also wenn wir hier keine Gratisrunde bekommen, dann weiß ich auch nicht. Wobei es ja auch wieder egal wäre, ich habe ja den Kran komplettiert. Von daher. also ich denke mal, am besten wäre es hier links den großen Ball zu greifen, dass man halt hier auch freie Fläche hat für die beiden Marken. Und man weiß ja, die ganzen Marken dopsen hier rum und ja, das Teil hier wird vermutlich das Problem darstellen, dass man dann die beiden Marken hier rüberheben muss, damit die überhaupt hier rüberkommen. Sprich, man schnappt sich einmal diesen Ball, versucht alle anderen Bälle dadurch zu lockern. Dann schnappt man sich hier Mario, je nachdem wie sie halt auch rumdopst, ist natürlich auch die Sache, ob die dass die Bälle nicht blockieren. Und dann muss man gucken, dass halt hier Prinzessin Peach umgefallen ist am besten, damit man sie dann halt auch greifen kann, weil hier so nah am Rand ist ein bisschen schwierig. Ja, und dann gucken wir einfach mal, dass hier Luigi auch mit runterfällt dabei. Hoffen wir es einfach mal. Na. Oder auch ganz anders. Nee, so war das halt nicht geplant, absolut nicht. Aber gut, dann gucke ich mal, dass ich jetzt die Prinzessin bekomme. Ich hätte mal darüber nachdenken sollen, dass der Ball sich natürlich bewegt. Na, es war zu weit, das geht nicht. Ah, doch, okay, gut. Also muss er schon ein bisschen Glück haben, dass der Kran da nicht vorher hängen bleibt. Na komm, hief rüber. Luigi bleibt immer noch da, okay. Also ich denke mal, dass dieser Kran auch relativ gut zum Kompetieren ist, aber ja, man sieht es halt wirklich, es ist nicht so einfach. Na, ich wollte Mario nicht den Ball haben. Okay, Mario, du hast den Ball. Aber das ist super optimal, weil ich glaube, jetzt kann ich den Kran nicht mehr komplettieren. Weil, ja, weil... weil das jetzt wie das eine riesige Marke ist hier. Ach ja, ein bisschen ärgerlich, aber gut, ich könnte vielleicht gucken, dass ich hier vielleicht so reingreife, um den Mario nach unten zu drücken. Ich glaube, er bewegt sich sogar noch ganz leicht. Oder bewegt er sich? Ja, bewegt sich ganz leicht. Ich kann überlegen, ob ich das in einem Zeitraffer machen soll. Dass er der Ball noch ein bisschen nach rechts sich schiebt und dass er dann halt... Nee, ich glaube nicht, der bewegt sich hier hoch und runter. Also entweder kann ich gucken, dass ich den Mario jetzt hier nach unten drücke, oder ich versuche hier den Ball hochzuheben, dass er halt, ja, dadurch, dass ich ihn hochhebe hier so, dann schräg nach unten rutscht der Mario. Aber es ist natürlich die Frage, ob ich den Ball überhaupt noch gegriffen bekomme, weil, ja, weil halt Mario dranhängt. Schwierig. Wisst ihr was, ich versuche die Runterdrückmethode, vielleicht klappt's ja. So, hoffen wir es einfach mal. Ja, okay, alles klar. Und alles fällt. Das war die gute Entscheidung. Sehr schön. Also muss ich schon sagen, am Anfang aufpassen, dass man vielleicht den Ball hier, dass der halt, wenn er hier reinrollt, dass man den so bekommt. Ich glaube, ich mache das am besten jetzt einfach so, dass ich den Ball auch kriege. Na, komm. Dass ich mit dem Kran jetzt ein bisschen weiter rechts bin. Oder vielleicht in Mario. Damit wäre ich auch zufrieden. Guckt mal, wie viele Bälle hier fallen, ey. Gleich wie viele Marken. So hätte es vorher klappen sollen. Ja, der große Ball blockiert den kleinen, die freuen sich noch ein bisschen. Aber ich muss sagen, wir haben schon wieder 2 Runden. Muss natürlich jetzt gucken, dass ich hier... Oh Gott, wir haben 5 Runden, Leute. Das wird eine sehr lange Folge. Das wird eine sehr, sehr lange Folge. Eieiei. Fast sogar 6 Marken. Also ich gucke auf jeden Fall, dass ich mir ja einen schwierigen Kran suche, bei dem ich halt gucke, dass ich ihn auch komplettiere. Also das wäre auf jeden Fall sehr toll, wenn wir dann heute 2 Kräne komplettieren könnten. Ich liebe das ja, ohne Geld auszugeben, die Krane in die Grenze komplettieren, wenn man halt auch Glück hat. Der Kran ist sowieso wirklich sehr schön, muss ich sagen. Man hat ja gesehen, 22 Marken rausgeholt. Und das, obwohl ich mit dem einen Griff doch richtig gefailt habe beim Anfang. Wenn man es, glaube ich, sehr gut anstellt, dann könnte man vielleicht sogar Mario greifen. Wobei, nee, ich kann mir nicht vorstellen. Eigentlich müsste ich ja jetzt genau diesen Kran hier spielen, bin ich ganz ehrlich. Aber ich gucke nochmal durch. Ich bin so ein bisschen hin und her. Wäre natürlich auch lustig, wenn wir jetzt noch extra 2 Kräne kompetieren könnten.
vielleicht hier reingreifen, um die ganzen Marken zu lockern und dann halt den Rest wegen runterfallen zu lassen. Aber ich glaube, das wäre ein bisschen too much. Ein bisschen arg too much. Nächsten würde ich ja hier so reingreifen. Die Toad-Verpackung greifen, dass hier die dass Yoshi runterfällt, dass man hier reingreift und Bowser greift. Yoshi fällt hier links runter. Und am Ende greifen wir uns Bowser und dann haben wir auch den Kran komplett. Es gibt hier so viele Möglichkeiten, weil wenn man 5 Runden hat, ihr wisst ja. Am nächsten würde ich ja eigentlich eine schwere. Wir machen am besten das hier, weil es braucht 4 Runden mindestens. Und wenn was fehlschlägt, dann haben wir zumindest die Marken sicher. Ja, ich glaube, das wäre eine gute Idee. Dann hoffen wir es einfach mal. Wir müssen natürlich auch hier den. Ja, genau so, so wie es beim Training geklappt hat. Und dass man halt hier jetzt ja leider den Gutsman zuerst greift, weil er würde sonst alles andere blockieren. Das haben wir leider auch schon festgestellt. Na, komm her, Gutsman. So, ja. Einmal. Ich bin gerade überlegen, ob ich jetzt zuerst den Electman oder den Fireman greifen sollte. Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher. Aber ich glaube, wenn ich den Fireman greife, dann probiert er den Cutman sowieso, dass er sich mitlockert. Halt nicht, dass er halt hier Megaman noch mit rüber drückt. Ja, ich glaube, am besten machen wir das so. Sollte eigentlich klappen. Na, hol ihn dir. Zieh ihn raus. Ich habe immer wieder Angst, dass er der Kran den nicht rauszieht. Aber man sieht ja, die Höhe. Also, das Teil hier, das ist groß genug. So, und komplettieren. Hoffentlich. Es dürfte eigentlich auch nicht mehr so viel schief gehen. Na, okay, sehr schön. Ja, also man muss schon wirklich sagen, wenn man 5 mal Runden hat, muss man das wirklich ausnutzen, dass man halt so einen Kran spielt, bei dem man dann wirklich mindestens 4 Runden braucht, damit man den komplettiert. Und noch ein Kran abgeschlossen. Ich gratuliere. Also heute läuft sehr gut. Ja, und jetzt habe ich noch eine Runde. Noch eine einzige. Und wo benutze ich die? Am besten irgendwo, ihr wisst ja, wo man halt irgendwas bekommen kann, was ein bisschen schwieriger ist. Die Musik wird immer lauter. Ja, wenn man schwerhörig ist, dann ist das leider so. Ja, ich glaube, ich versuche das hier einfach mal, dass ich hier mit dem Kran hier so reingreife, dass er den rauszieht. Ich hoffe es. Und dass dann, ja, dass man dann irgendwann mal später halt hier den Toad nochmal versucht zu bekommen. Und wenn nicht, dann bin ich trotzdem zufrieden. Wir haben heute 2 Kräne komplettiert. So. Na, ob das klappt? Nein, verfehlt. Aber vielleicht kriegen wir den Toad, das wär's ja. So läuft es eigentlich ab hier, dass man hier im Rahmen greift, aber ich glaube, der fällt hier vorher wieder runter. Na? Ja, das war so klar. So war das halt, das war eins meiner ersten Krähen, habe ich schon mal gesagt. Beim Training habe ich die beiden gegriffen. Dann ist halt Yoshi und Toad runtergefallen und die anderen Magen lagen so komisch, dass man sie nicht richtig bekommen konnte. Aber ja, wie es halt hier jetzt man sieht, das war quasi ein Déjà-vu von meinem ersten Kran zu jetzt. Aber ist ja nicht so wild. Wie gesagt, wir haben ja hier gut was geholt. Den Iceman, Fireman, Gutsman, Bombman, Cutman, Electman, Megaman und ein Yoshi-Man. So, dann gehen wir nochmal schnell zu unserer Sammlung. So. Juhu. Also ich muss sagen, der Tag hat sich wirklich mehr als gelohnt. Vielleicht hätte man auch 3 Kräne komplettieren können, aber mir ist persönlich, also ich finde es persönlich besser, wenn man einen schweren Kran komplettiert, als wenn man 2 Kräne spielt, bei denen man dann die auch mit 2 Runden komplettieren könnte. Weil die kann man dann irgendwann mal später machen. Und 5 Runden bekommt man ja relativ selten, von daher. Man hätte sich natürlich auch einen Kran aussuchen können, wo richtig viele Marken drin sind, aber das war doch ein guter Boost. So, hier haben wir einmal unser Mario Tennis Kran. Sehr schön. Mit ganz vielen Bällen. Und nebendran Mega Man. Sehr schön. Ja, also in einer Stage gegen alle, gegen die, ja gut, die Great 6 ist es ja von Mega Man 1. Gibt ja keine Great 8 dort. Da fehlen 2. Wenn man da mit allen gleichzeitig kämpfen muss, dann würde ich das schon so eine Sache. So, und hier unten sieht man es dann nochmal schön. Einmal Set Nummer 64 und 65. Ja, dann hoffe ich, euch hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, wie euch das Training heute abgelaufen ist. Ich hoffe mal, dass ihr mehr als 22 Marken bekommen habt. Das dürfte doch eigentlich machbar sein. Würde mich mal interessieren, die Anzahl. Und ihr könnt mir auf jeden Fall schreiben, wie ihr das Update jetzt findet. Also, dass es halt jetzt irgendwie 2-mal die Woche sozusagen gratis Runden gibt. Und dann auch noch die Möglichkeit, dass dann direkt früher neue Marken kommen.
Und ja, dann bleibt nichts anderes zu sagen als bis morgen wieder. Ciao, ciao.